Hallo zu einer neuen Warthog-Gastbefolge von RAL oder RAL mit der ASU 57. Also erst einmal ein herzliches Willkommen in meine Replay-Gemeinde. Ich glaube, von dir hatte ich ja bis jetzt noch keinen Replay. Schön, dass du auch mal was geschickt hast. Und dann eigentlich mit einem recht interessanten Panzer. Der ASU 57 der fahrenden Badewanne. Bin mal gespannt, wie er damit umgeht. Ob er jetzt eher offensiv oder defensiv spielt. Weil damit kann man sich natürlich auch sehr gut verstecken irgendwo bei irgendwelchen Caps oder sowas und warten, bis irgendwelche Leute vorbeifahren. Oder natürlich irgendwie aggressiv durch Büsche durch. Das Ganze spielt auf 5.3 und davor eben steht auch gleich ein Tiger 1, also gleich mal die erste Herausforderung. Ja, die Kanone ist nicht schlecht. Da kommt man ja mit 155 mm durch, maximal. Also auch frontal könnte man damit einen Tiger 1 bekämpfen. Ja. Ich glaube, den hat er gesehen. Ja, also er spielt gut. Also er fährt jetzt extra nicht, um irgendwelche Motorengeräusche zu machen. Ja, gut. Also er sieht den Tiger 1. Spielt vorsichtig. Wartet, bis er den Turm dreht, geschossen hat. Genau. Jetzt kommt er. Hallo! Schön in die Seite, vielen Dank, dass du dich gedreht hast. Arrivederci. Einer frei. Ja genau, also er spielt, also er kennt die Stärke von der ASU. Und so spielt er auch. Also er hat sich wirklich hinter dem Busch versteckt. Und hat auf den richtigen Moment gewartet. Dann bin ich ja halt gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ob er jetzt so in diesem Stil weiterspielt. Aber generell sieht es ja gar nicht mal so gut aus, ne? Die Gegner haben jetzt eigentlich Map Control alle drei Punkte eingenommen, jetzt schon. Zack! Zweiter Kill, schön in den Turm reingeschossen. Auch gleich ein One-Shot gewesen, nicht schlecht. Ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass die vielleicht... Ja, dass die Pen jetzt nicht so schlecht ist bei dem Panzer. Aber auch wenn das jetzt eine Füllung hat, das Teil, ist nicht so viel Schaden anrichtet. Obwohl eigentlich, ne? Man spricht davon hier von einem russischen Panzer. Aber es ist halt auch wieder eine andere Kanone. Aber kann natürlich auch sein, dass das, wie heißt die ASU 85 heißt sie ja, glaube ich, die andere. Die Nachfolgerin sozusagen. Ich glaube, die Kanone, die ist jetzt nicht so geil. Also je nach Munitionstyp natürlich. Oh, ist... Bin ja mal gespannt, ob er da hochkommt. Nee, okay. Von dem Gedanken hat er sich gerade verabschiedet. Aber man kann sich halt sogar perfekt hinter so einer blöden Mauer verstecken. Also das ist schon ganz lustig. Also mit dem Panzer kann man schon was anstellen. Gut, den Panda kann man fast nicht sehen. Also wenn man die rote Schrift jetzt nicht sehen würde... keine Chance, den zu sehen. So, er versucht es nochmal. Okay, so. Aufgegeben. Und weiter geht die Fahrt. So, da kommt auch... ein Italiener. Der Aubel. So. Sehr schön. Also er hat jetzt erstmal wieder nach links geschaut, ob da überhaupt noch ein Gegner vielleicht nachkommt, bevor dann der herfährt. Aber gut. Der Verbündete hat sich darum gekümmert. Auch gut. Ist auch mal einfach mal wieder ein bisschen anderer Spielstil. Weil so diese... So, den Spielstil von Mr. Grapple oder von den anderen, von Mr. Bimbom zum Beispiel. Da hat man so langsam ein bisschen im Gefühl, wie die spielen. Der andere eher aggressiv Richtung Spawn. Oder der andere eher ein bisschen defensiver, eher bei den Caps. Immer wieder ein bisschen interessant, diese unterschiedlichen Spielstile zu sehen. Ob er den Kill bekommt, schauen wir mal. Ja doch. Einwandfrei, schön gemacht. Was? Wie hat er den eigentlich bekommen? Achso, durch das Visier und irgendwie ist so ein Splitter so in den Kopf geflogen. Okay. Passt. Oh, na gut. Tiger 2. Das wird natürlich jetzt auch wieder spannend. Aber
aber durch die Seite sollte er durchkommen und eigentlich auch durch den Turm. Oh, da steht er perfekt da. Ja, einwandfrei, sehr schön. Ein Tiger 2 rausgenommen mit der Asu. Das Blöde ist halt einfach, dass die Gegner immer noch B und C haben. Also er fährt nicht immer schnurstracks auf die Punkte drauf, also schon mal ein bisschen im Bogen. Was mit der Asu vielleicht keine schlechte Idee ist. Da er zu versuchen, immer in den Rücken zu kommen von den ganzen Leuten. Weil man natürlich ein bisschen außen rumfährt, fällt man auch nicht unbedingt auf. Wenn man mit dem Tiger 2 außen rumfährt, das fällt halt irgendwie auf, wenn da so ein fetter Panzer rumfährt. Aber mit der Asu kann man das schon mal riskieren. So. Perfekt. Dann hat es B eingenommen. Fährt es eher so ein bisschen Richtung Gegner-Spawn nach hinten. A wird jetzt aber gerade auch eingenommen. Okay, also er würde wahrscheinlich gerne die Gegner abfangen. Oh, verreckt, da ist sogar ein Panda. Okay, krass. Bin mir aber gerade gar nicht sicher, ob der Panda auf ihn geschossen hat. Genau, also er hat, glaube ich, so generell gern die Taktik, dass er hinter den Gegnern ist. Darum ist er auch relativ weit nach hinten gefahren, um jetzt die ganzen Gegner, die jetzt vielleicht zu A oder B wollen, in die Flanke fallen zu können. Keine schlechte Idee. Vor allem auf dieser Karte kann man sich natürlich in diesen Erdhügeln da mal ganz gut verstecken. Oder die Gegner sehen einen einfach nicht so sofort. Hallöchen! So. Ja. Gut, der Panda dreht sich jetzt nicht. Das ist schon mal sehr gut. Oh, er ist gar nicht tot. Okay. Ja, hat ihn wahrscheinlich auch gerade gewundert. So, what the hell? So, da, da. Jetzt hat er. Ja, weil hätte sich der Panda jetzt gedreht. Ich glaube, frontal wäre es jetzt ein bisschen schwieriger gewesen. Klar, er hätte jetzt immer wieder in den Turm schießen können. Aber da könnte man das blöde Timing haben, dass man genau dann schießt, keinen Schaden macht. Und dann so eine halbe Sekunde später der Richtschütze von mal spawnt und sagt, und hello there, und whoop. Das passiert ja auch gern mal. Vor allem, das hat man auch ab und zu schon mal in Replays gesehen, wo dann der Spieler, der gerade gespielt hatte, auch dann Glück hatte eigentlich. Dass der Gegner reingeschossen hat, nichts passiert, zack, Richtschütze bereit und man kann schießen. Das hat man ja auch schon ab und zu mal gesehen. Ist natürlich jetzt fraglich, aber naja. So ist das halt. Muss man sich halt dran gewöhnen. So, also 5 Abschüsse hat er schon mal eine Zone erobert. Aber generell muss man sagen, das Gegnerteam ist zu stark. Das eigene Team kann nicht dagegen halten. Er kann jetzt vielleicht nochmal B zurückholen. Aber wenn man so ein bisschen auf die Zeit schaut, A und C keine Chance. Weil da sind auch gerade keine Verbündeten mehr. Bei A ist da vielleicht einer noch, aber der schafft es wahrscheinlich auch nicht mehr rechtzeitig dahin. Darum wird es wahrscheinlich jetzt einfach mal eine Niederlage, würde ich mal davon ausgehen. Aber nichtsdestotrotz, vielen Dank schon einmal fürs Einschicken vom Replay. Würde mich freuen, wenn es so weitergehen würde. Wenn es mir einfach ab und zu mal ein Replay vorbeischicken würdest. Würde mich freuen. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und dann sieht man sich hoffentlich wieder beim nächsten Stream oder beim nächsten Video. Halt, da vorne ist noch ein Gegner. Jawohl, der 6. Kill. Da noch ein Panda und ein M4. Aber die 2 kriegt er wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Ja, genau. Die Zeit ist vorbei. Naja, aber trotzdem, gute Runde. Hätte es noch ein bisschen angedauert, hätte bestimmt noch viel mehr Kills machen können. Aber da war das eigene Team leider zu schwach. Gut, also dann, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.